Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Schön, dass ihr alle dabei seid, dass ihr euch zugeschaltet habt in unseren Livestream hier. Wir sind beim Bundesentscheid des Vorlesewettbewerbs 2021 live aus Berlin. Ich möchte sie euch jetzt mal kurz vorstellen. Die 16 besten Vorleserinnen und Vorleser des Landes. Hier sind sie. Schön, dass ihr alle dabei seid. Auch nochmal einen großen Applaus für unsere Jury. Jonna, erzähl doch mal, wie ist es dir denn im letzten Jahr ergangen? Also ich meine jetzt so als beste Vorleserin Deutschlands. Also ich glaube, meine Schule war ein bisschen stolz drauf. Das stand dann so an der Schulbibliothek als Poster und auf unserer Schulwebsite. Hörbuchverlegerin, das heißt, du produzierst richtig Hörbücher. Ja. Worauf achtet man denn da? Im besten Falle ist es so, wenn man das Hörbuch dann hört, dass die Stimme dann so in den Hintergrund tritt und man eigentlich so voll in der Geschichte ist, weil das dann so natürlich ist, so natürlich gelesen, dass die Stimme eigentlich gar nicht mehr interessiert. Du bist der Bücherwelt näher als ich dann vielleicht. Ich liebe es, wenn unterschiedliche Figuren in einer Geschichte auftauchen und eine Vorleserin und ein Vorleser schaffst, dass du wirklich hörst, wer da gerade spricht. Da ist Action, hier hinten könnt ihr es mal kurz sehen. Sehr gut. Wow, schaut euch das an mit Postern. Das ist doch mal Support hier. Und plötzlich wird Davy klar, wie sehr er sich fürchten müsste. Er denkt an seine Mutter. Sie ängstigt sich bestimmt zu Tode. Ihr Sohn läuft durch die Gegend, während ein Mörder frei herumläuft. Er springt auf. Was ist los? Fragt Zorro. Ich muss heim. Einige fingen an zu kichern. Erste Zwischenrufe. Lauter! Wir verstehen nichts! Wir alle wollen verlässlichen, billigeren Strom. Kühlschränke und Computer und Handys. Und das können wir haben, wenn wir viele neue Projekte auf die Beine stellen, wie unsere Biogasanlage, den Windpark und so weiter. Er hebt den Kopf und schaut mir tief in die Augen, bevor er ernst sagt, ich will mit dir zusammen sein. Was? Frage ich. In meinen Ohren saust es. Was hat er da gerade gesagt? Denke ich. Ich blicke in die grünsten Augen der Welt. Franz Miene wirkt aufrichtig. Ich will mit dir zusammen sein. Ich bin Lotta Poppenmarker. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, stimmt. Spielmann blickte auf das Blatt Papier in ihrer Hand. Lotta, die Schlaue mit den vielen Fingern. Wie schön, dass ich den Namen endlich Gesichtern zuordnen kann. Und dein Gesicht ist besonders nett anzuschauen. So, und jetzt würde ich gerne dringend mit deinem Adoptivvater sprechen, wenn du nichts dagegen hast. Wir fürchten uns vor dem, was wir nicht kennen. Wenn wir mehr über Haie wüssten, könnten wir vermutlich auch mehr tun, um ihr Überleben zu sichern. Das Boot schaukelte auf und ab und meine Mutter lächelte in die Kamera. Es kam mir vor, als galt ihr Lächeln mir ganz allein. Ich schaute ihr direkt in die Augen und unsere Blicke hielten einander fest. Die feinen Lachfältchen in ihrem Gesicht vertieften sich. Mir lief eine Gänsehaut über den Rücken. Ich werfe ihn eigenhändig aus dem Haus, knurrte Brandon und trat vor. Dann geschahen zwei Dinge gleichzeitig. Mr. Winch zog einen Revolver aus seiner Weste und richtete ihn auf Brandon. Und zwei fremde Männer kamen durch die Haustür gestürmt. Los! Schrie Maddie. Milo stieß sich von der Bank ab und raste zur Treppe. Halt! Knurrte Mr. Winch wütend. Schafft mir den Jungen her! Ruth entdeckt das Schachspiel, das noch von gestern auf dem Tisch steht. Schachmatt für Weiß. Wie immer. Du spielst? Fragt Ruth. Nur mit Opa. Cool. Spielen wir mal eine Partie? Jetzt kenne ich doch noch jemanden, der Schach mag. Wie wär's mit heute Abend? Frage ich. Deal. Ruth betrachtet das Schachbrett, als könnte sie jeden einzelnen Zug nachvollziehen. Ich kriege ein bisschen Muffensausen. Was, wenn sie richtig gut ist? Wir machen es. Jedoch müsste Nakao das wohl erledigen, sagte Lias. Menschenhaut verträgt keine alte Magie. Wiederholte er den Satz der Alten. Der Perlentaucher sah ihn einen Moment lang prüfend an. Du wärst ein guter Kapitän, mein Junge, sagte er schließlich. Du hast keine Bedenken, jemanden in den Tod zu schicken. Mal ehrlich, nuschle ich? Six lehnte sich lächelnd über den Tisch. Er roch wirklich gut nach Wald und Regen. Und dazu nach Lagerfeuer, wie ich jetzt merkte. Ich wollte es dir nicht sagen, aber es ist fast unmöglich, dich zu verstehen, flüsterte er. Erst dachte ich, du sprichst Französisch.
Nach dieser hilfreichen Unterhaltung über französisches und englisches Toilettenvokabular merkte ich, dass Henna die Beine übereinander schlug, herumzappelte und rot im Gesicht wurde. Ich betrachtete das als Chance, einige wenige Punkte für ungezogenes Verhalten zu sammeln, ohne mein tägliches Soll zu überschreiten. Also meldete ich mich. Ich muss auch aufs Pissoir, Miss. Überall ist Wasser. Neben mir, unter mir, über mir. Ob die Zeit unter Wasser langsamer läuft? Doch meine Luft reicht nicht aus. Ich muss auftauchen. Trotzdem, jetzt geht es mir besser. Ich atme tief ein und tauche wieder unter. Hier unten sieht mich keiner und hier unten tut es auch nicht so schrecklich weh. Es ist, als ob ich in einer anderen Welt bin. In meiner Unterwasserwelt. Nachdem ich die Pommes frites in mich hineingestopft habe, zische ich ab. Der Flur kommt mir noch riskanter vor als der Winkel in der Mensa und ich würde mich am liebsten sofort wieder hinter meinem Buch verstecken. Überall Kinder, große Schüler, die in Gruppen zusammenstehen und einander aus Spaß herumschubsen. Ich sehe mich im Flur ständig nach Blakemore um, aber es gibt so viele Gruppen und große Schüler, dass ich nicht alle Türen im Blick behalten kann. Ich muss einen besseren Ort finden, um Ausschau zu halten. Einen sicheren Ort. Gegen den Wind halten, Oscar! Wir treiben ab! Mama reckte sich mit dem Bootshaken über die Bordkante. Lucy bellte aufgeregt und Oscar brach der Schweiß aus. Warum musste der Wind ausgerechnet jetzt so stark pusten, wo die Segel in der Eile nicht richtig zusammengebunden waren? Viel mehr Druck war auf dem Ruderblatt. Viel höher waren die Wellen plötzlich. Es war schwer, die Calypso so zu steuern, dass Mama an Papa und die Kinder herankam. Tatsächlich scheint auf der Liste einer unserer Kandidatinnen zu fehlen. Aber du hättest um 4 Uhr hier sein sollen. Der Wettbewerb hat bereits begonnen. Tut mir leid, Schätzchen, du kommst zu spät. Bitte, sie müssen mich zulassen, flehte ich und wischte mit dem Schweiß mit dem Arm von der Stirn. Sie haben ja keine Ahnung, wie schwierig es für mich war, hierher zu kommen. Und noch bevor Valerie ihre Hände auf die Taschen gelegt hat, weiß sie, was geschehen ist. Sacrement, flucht sie, und ihr wird schlagartig schlecht. Er hat mich bestohlen. Der Mistkerl hat mich bestohlen, zischt sie fassungslos. Sie klettert auf den Rand eines Blumenkübels und lässt ihren Blick über die Menge schweifen. Ich krieg dich, murmelt sie. Glaub nicht, dass ich dich nicht finde. Plötzlich legt Uwe die Gitarre beiseite, steht auf und tut so, als hätte er ein Gewehr in der Hand und würde damit herumballern. Ta-ta-ta! Außerdem weiß ich, wie man sich wehrt. Ta-ta-ta! Mit einer Waffe? Krächze ich entsetzt. Uwe lässt sich wieder neben mich aufs Sofa fallen. Sein imaginäres Gewehr hält er noch in den Händen. Die beste Vorleserin oder der beste Vorleser 2021 ist... Die beste Vorleserin 2021 ist Lucy Matthias. Lucy Matthias, komm zu uns! Lucy, dein Pokal. Soll ich das mal nehmen? Wir halten das mal. Wäre es schwer? Geht's? Und die Urkunde mit Umschlag. Während ich dort liege, werde ich furchtbar wütend. Ich werde wütend auf Franz. Ich werde wütend auf Mama, die mich unbedingt zu diesem bescheuerten Skatekurs anmelden musste. Aber vor allem werde ich wütend auf mich. Ich bin wütend, weil ich weggerannt bin. Weil ich immer noch wegrenne. In ein paar Tagen werde ich 13. Wie lange will ich denn noch wegrennen? Da höre ich plötzlich ein Rascheln im Laub. Ich setze mich auf. Franz kämpft sich den Hang hinauf. Das T-Shirt umflattert seinen Oberkörper wie ein Segel und unter dem Hosenbund schaut ein Stück seiner Boxershorts hervor. Er ringt nach Luft. Du kannst echt rennen, keucht er. Dann plumpst er neben mir ins Moos. Da schlage ich auf ihn ein. Franz wälzt sich zur Seite und hält sich die Nase. Seine grünen Augen blitzen. Au! Warum machst du das? Weil ich in dich verliebt bin. Die Worte verlassen meinen Mund, bevor ich nachdenken kann. Mein Herz setzt einen Schlag aus, bevor es wieder wie verrückt zu schlagen beginnt. Und dann fange ich an zu weinen. Dumme, idiotische Tränen. Ich warte darauf, dass Franz aufsteht und geht. Aber das tut er nicht. Stattdessen richtet er sich auf und nimmt mich in die Arme. Er hält mich und hält mich. Drückt mich so fest, dass es beinahe wehtut. Aber gleichzeitig fühlt es sich gut an. So geborgen. So hatte ich mir diesen Tag eigentlich nicht vorgestellt, schluchze ich. Ich weiß, Liv, sagt er und wiegt mich sanft. Ich weiß. Nach einer Weile richte ich mich wieder auf, wische ein paar Ameisen von meinem Kleid, das am Saum leicht eingerissen ist. Tja, also das bin ich,
sage ich und breite die Arme aus. Liv Carlsen, verrückt und mit einem Humor genauso trocken wie ein Marmorkuchen. Franz lacht. Deine Mutter ist aber noch verrückter, sagt er. Da muss ich auch lachen, denn dem kann ich zu 100% zustimmen. Meinst du, sie würde bei unserer Hochzeit völlig ausflippen? Zum Beispiel 100.000 Hefeschnecken backen? Ich starre ihn an. Was hast du denn? Fragt er. Dürfen Jungs nicht an so etwas denken? An sowas denken, denke ich. Noch nicht mal ich habe an so etwas gedacht. Er hebt den Kopf und schaut mir tief in die Augen, bevor er ernst sagt, ich will mit dir zusammen sein. Was? Frage ich. In meinen Ohren saust es. Was hat er da gerade gesagt? Denke ich. Ich blicke in die grünsten Augen der Welt. Franz' Miene wirkt aufrichtig. Ich will mit dir zusammen sein. Sein Blick weicht meinem keinen Millimeter aus. Manche Wörter sind mehr wert als 1000 Diamanten. Ich stehe auf und küsse ihn. Diesmal ist es kein so halbherziger Kuss wie vor 2 Tagen. Diesmal ist es the real thing, wie Bunny sagen würde. Super, Lucy. Hast du damit gerechnet? Nein. Wie geht's dir jetzt damit? Beste Vorleserin? Du wirkst gerade so ein bisschen, als könntest du es noch gar nicht glauben. Ich kann es auch nicht glauben. Ich bin noch ein bisschen... Ich kann es nicht glauben. Deine Klasse ist auch mit dabei. Danke an meine Lehrerin, meine Klasse, dass ihr mich unterstützt habt. Und an meine Freunde und meine Familie. Und aus dieser Welt will ich nie mehr weg. Und aus dieser Welt.